Wie finanziere ich ein Projekt wirkungsorientiert? Anna Sommer ist Projektleiterin im Kreisverband Weidenstedt des DRK. Anna ist aufgefallen, dass die Ehrenamtlichen in ihrem Kreisverband noch viel bunter sein könnten. Um etwas dafür zu tun, will Anna eine digitale Plattform einrichten, welche über die ehrenamtliche Arbeit in Weidenstedt in vielen Sprachen informiert. Die Plattform soll sich speziell an junge Menschen mit Migrationshintergrund richten, um sie für die ehrenamtliche Arbeit im DRK zu begeistern. Da die Verwaltung der Stadt und der Bürgermeister in Weidenstedt sich für eine starke Zivilgesellschaft einsetzen, fragt Anna den Bürgermeister nach finanzieller Unterstützung für ihr Projekt. Der Bürgermeister erklärt Anna, dass sie in den letzten Jahren einige Projekte finanziert haben, die kaum Erfolge hatten. Der Bürgermeister meint zu Anna: "Wenn ich wüsste, dass ihr Projekt funktioniert, würde ich es mir noch einmal überlegen." Da hat Anna eine Idee. Anna fragt den Bürgermeister: "Haben Sie jemals von einem Social Impact Bond gehört?" Der Bürgermeister verneint und fragt Anna, ob sie ihn dem Social Impact Bond nicht erklären kann. Bei einem Social Impact Bond werden vorab Wirkungsziele definiert. In unserem Fall wären das 10 junge Menschen mit Migrationshintergrund, die sich ehrenamtlich für das DRK stark machen. Im nächsten Schritt werden die Wirkungsziele mit dem DRK, der Stadt und einer dritten Investorin vereinbart. Die Investorin finanziert das soziale Projekt vor. Die Investorin könnte eine Stiftung oder ein Unternehmen sein. Anna Sommer kann von dem Geld der Investorin das Projekt umsetzen. Anhand der Wirkungsziele kann evaluiert werden, ob das Projekt erfolgreich war. Nur wenn Anna das Projekt erfolgreich durchgeführt hat, muss der Bürgermeister das Geld an die Investoren zurückgeben. Kann Anna die Wirkungsziele nicht einhalten, trägt die Investorin das finanzielle Risiko und die Stadt muss für das Projekt nicht aufkommen. Der Bürgermeister findet die Idee toll und bittet Anna, eine Investorin zu suchen. Anna findet eine Investorin und zu dritt unterschreiben sie einen Social Impact Bond Vertrag und feiern das Projekt. Noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns.